Na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei der Black Future 88 Beta. In der letzten Folge haben wir mit Ziox die Daily Challenge bestritten mit 1485 geschmeidigen Punkten. Beschissen war sie trotzdem, deswegen bin ich ganz froh, dass die vorbei ist. Manchmal hast du halt so eine Anfangskonstellation, die einfach nur Kacke ist. So, ja, wie gesagt, also bin ich ganz froh, dass die vorbei ist, dass wir jetzt hier mit dem Hauer weitermachen können. Es ist die letzte Black Future 88-Folge vor meiner kleinen 2 Wochen Sommerpause. Ja, ja, das gönne ich mir. Muss auch mal sein. Und wir wollen mal sehen, also ja, bei euch ist quasi in dem Moment jetzt hier aktuell Sonntag. Bei mir ist noch der letzte Dienstag, Mittwoch, so. Das heißt, ja, wenn ihr das hier seht, habe ich Urlaub. Wenn ihr es ja seht, habe ich Urlaub. Das ist bei mir direkt der Sonntag in dem Moment, da ich Samstag vorher arbeiten muss. Aber das macht nichts. So, und ja, ich freue mich auf den Urlaub. Ist einfach so, um es einfach nochmal erwähnt zu haben. Wir fahren weg mit der Familie. Und zwar an den wunderschönen Chiemsee in Bayern. Haben da ein Ferienhaus und werden uns ein wenig entspannen. Und gemütlich am Wasser liegen, vielleicht sogar schwimmen gehen. Also so in Bayern da, das Wetter ist ja doch mal so ein bisschen wechselhaft. So gerade wenn du quasi auf der einen Seite Berge und auf der anderen Seite Wasser hast. Ja, von den Bergen kommt der altbekannte Föhnwind. Und das Wasser hält das Ganze nicht wirklich auf, gerade so die größeren Gewässer. Das letzte Mal waren wir, das war vor zwei oder vielleicht sogar schon vor 3 Jahren gewesen. Da waren wir am Hohenstädter See, wenn ich mich jetzt, oder zumindest in Hohenstädt am See, also irgendwo so in der Mitte Deutschland gewesen. Und da haben wir auch am Wasser gesessen, also da haben wir auch am Wasser gewohnt, direkt mit Steg und so weiter. Und ja, da kam dann direkt auch mal, also es hat... Das war ein ganz seltsames Wetter. Es wurde dunkel. Es kam ein furchtbar fetter Wind auf. Wo geht's denn jetzt hier überhaupt lang? Es kam ein furchtbar fetter Wind auf und das hat nicht lange gedauert. Das war eine halbe Stunde. Es hat unser Kanu in den Nachbargarten gewedelt. Es hat den Rasenmäherroboter vom Nachbargrundstück hat's gegen den Zaun geklatscht. Es hat vor uns, also vor unserem Ferienhaus, einen Baum direkt mal abgeknickt, ja, also da war nicht irgendwie die Wurzel, also der war nicht irgendwie entwurzelt, nein, am Stamm direkt kaputt gebrochen. Die Wurzel war noch im Boden und der Baum lag auf der Seite. Ja, also das war auch so ein Anblick, den hast du nicht jeden Tag. Als ob da einfach so einer so zack umgeknickt hätte, das Ding total seltsam. Ja, nee, also das war so eine Wetterschneise, die ging auch wirklich bloß so irgendwie so einen halben Kilometer. Hat die übers Wasser gewedelt. Wir haben vorher gegrillt. Gott sei Dank waren wir damit fertig. Und ich hatte so halt die Befürchtung, dass er den Grill umweht und die restglühenden Kohlen gegen unser Ferienholzhaus wedelt. Hat aber Gott sei Dank nicht geklappt. Deswegen, also war Urlaub am Wasser sehr schön, aber sehr wetterabhängig, was das angeht. Ostsee, wo wir im letzten Jahr waren, war da ein bisschen entspannter, wenn man auf Föhr. Falls einer das sehen will, sucht mal nach Urlaubsvlog bei meinem 20XDX Folgen. So, genug gequatscht jetzt hier. Blutkugeln, nein. In hohen Kombostufen verbrauchst du keine Munition, ist auch immer noch das Optimalste. So, ja, nee. Und da werden wir entspannt rumsitzen. Ich werde ein bisschen schwimmen gehen, eventuell, wenn es das Wasser zulässt. Meine Oma wahrscheinlich nicht so. Also ich bin mit meiner Oma, meiner Mutter und meiner Schwester da, falls das irgendjemand interessiert. Und ja, mal gucken. Rosenheim ist in der Nähe, wo meine Tante wohnt mit meinem Onkel. Und München ist in der Nähe. Ich habe mich noch nicht wirklich schlau gemacht, ob es in München irgendwas zu erleben gibt. Noch nicht wirklich. Nicht viel jedenfalls. Also wahrscheinlich schon. Ich hab mir schon das ein oder andere, na gut, ich habe mir das ein oder andere Museum halt schon ausgeguckt, wo ich auf jeden Fall mal hin möchte. Also so Malerei und so weiter interessiert mich ja so ein bisschen. Deswegen ist das keine schlechte Idee. Unter anderem habe ich eins gefunden, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber wo die ein oder anderen Bilder von Spitzweg
von Spitzweg zu finden sind, wo ich Kopien, wo, also man hat natürlich nicht die Originale zu Hause hängen, aber so ein paar Spitzwegbilder habe ich halt in Kopie zu Hause an der Wände und die finde ich immer ganz geil. Der hat da so einen richtig tollen Stil. Warte mal ganz kurz jetzt hier. Also, nein, wir brauchen auf jeden Fall, wir nehmen mal den da. Ja, hat uns auf jeden Fall genug aufgefüllt, alles klar. Gut, ich verquatsche mich hier gerade schon wieder voll in dem Thema. Mann. Nee, also da will ich auf jeden Fall hin. Das ist in München und mal gucken, ich hab leider vergessen, wie das Teil heißt. Es ist so ein zweigeteiltes Art Museum und die neuere Hälfte ist irgendwie im Umbau. Ja, deswegen haben sie nur eingeschränkte Einsicht der Exponate vorhanden und ich hoffe natürlich, dass die Spitzwegler vorhanden sind. Deswegen, also keine Ahnung, ob das was wird. Ansonsten München an sich soll sehr groß sein. Ich bin eigentlich so ein bisschen gegen Menschenmengen. Aber ab und zu kann man sich das dann doch schon mal antun. Ich hoffe natürlich trotzdem, es wird nicht zu schlimm. Ja, also ich war auf einem Konzert bisher, das waren die Ärzte, das musste einfach sein. Weil wann ist man schon mal auf einem Ärztekonzert? Also ich. Und das hatte ich irgendwann letztens, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, jedenfalls also so von Menschenmassen habe ich trotzdem dezente Panik. Das ist immer so ein bisschen umstandsabhängig. Wenn ich durch das Event dieser Menschenmenge halt nicht sehr abgelenkt bin, also bedeutet, wie beim Ärztekonzert war ich halt wirklich durch die Ärzte abgelenkt, das war nicht so wild, außerdem habe ich angenehm ein bisschen weiter außen gestanden und nicht direkt im Pulk. Aber wir waren auch mal in Hessen bei einem Jazzkonzert und Hessen Jazz hieß das Ganze an sich. Und das war halt nichtsdestotrotz halt wie so eine Kirmes. Und da sind halt die Menschenmengen direkt unterwegs gewesen. Das konnte man selbst an sich auch nicht verhindern, dass man da unterwegs sein musste. Deswegen, also, und da hat es zwischenzeitlich halt so den Leerlauf, dass du deine Gedanken konntest treiben lassen. Und deswegen. Ach du Scheiße, das war nicht gut. Oh Gott, der mag mich nicht. Der mag mich absolut nicht. Mein Gott, diese blöden Drohnen hier. Ich muss mal ganz kurz konzentrieren hier. Ich glaube, ich habe auch direkt die falsche Waffenwahl getroffen. Ah. Na, werden wir es noch schaffen oder nicht? Tatsache, wa? Wahnsinn. Bin begeistert. Direkt ein Blutbeutel dazu. So, ja, nein, und Hessen Jazz, das ist, wie gesagt, so eine Art Kirmes, wo du hin und her musstest und da habe ich echt Panik gekriegt, habe ich mich halt reingesteigert, wie das so ist mit den Phobien. Man fängt an dran zu denken, dann steigt man quasi mental drauf ein und dann steigert man sich immer weiter rein und irgendwann ging es dann wirklich gar nicht mehr. Da mussten wir da weg, also, ja, ich musste da weg. So, und nee, jedenfalls, also bei größeren Städten habe ich auch halt das Problem. Also gerade so in Fußgängerzonen, dann wenn wirklich viel los ist. Alexanderplatz hatte ich das auch schon mal in Berlin. Ist nicht angenehm. Deswegen Museen gehen immer noch, weil Museen locken jetzt nicht wirklich so viele Leute an. Warum auch immer. Verstehe ich immer nicht. Aber ich finde es gut so. So, verreckt doch bitte einfach mal alle und hinterlasst mir einfach eure Kohlen. Oh. Danke. So, was liegt denn hier noch rum? Warum immer diese fucking Nightwaffen? Ich könnte kotzen. Was haben wir hier eigentlich noch? Die Stasis-Pistole. Ich renne die ganze Zeit mit dem verdammten Streugewehr rum. Die ist doch viel besser, die Stasis-Gifte. Elegant. So, Blutbeutel, sehr schön. Finde ich gut, manchmal klappt es dann doch noch. Du musst aber auch noch sterben, dankeschön. So, wo waren wir? Wir sollen nach links. Okay. Ja, jetzt habe ich auch wieder völlig den Faden verloren. Also, ja, nee, München. München ist auf jeden Fall da. Rosenheim kenne ich halt durch die Verwandtschaft schon ein bisschen mehr. Deswegen, vielleicht auch deswegen macht es mir da nicht wirklich viel aus. Meine Fresse, du Penner.
Was ist denn hier noch? Schweres Vapor, schwere Elektrodenpistole. Können wir mal austauschen. Sehr schön. Okay. Ja, nee, ansonsten habe ich da natürlich auch ein bisschen Sport geplant. Ich werde meine Inliner mitnehmen. Einfach um sagen zu können, ja, ich bin schon mal um den Chiemsee rumgeeiert oder so. Macht sich immer ganz gut im Lebenslauf. Was natürlich der totale Blödsinn ist, aber trotzdem. Ich will es halt mal gemacht haben. Das wäre dann der dritte See. Das wäre dann, glaube ich, soweit ich weiß, der dritte See, wo ich bewusst wirklich rum bin. Mit Inlinern oder gejoggt. Den Hohenstädter See, da bin ich auch rumgejoggt. Der ist aber auch ein bisschen kleiner gewesen. Es waren, glaube ich, 6, 7 Kilometer oder sowas hatte der Umfang. Also nicht wirklich viel. War sehr übersichtlich, hat aber auch Spaß gemacht. Also ein-, zweimal da rumjoggen ist dann schon schön. Vor allem mit Steigung, was ich von mir zu Hause quasi überhaupt nicht kenne. Ja, guck mal hier, Neonchrom, Energiewaffen, ausgezeichnet. Passt ja. Jo. Halt, wir nehmen den Teleporter, dann ist es ein guter Weglaufstück hier. Guter Weglaufstück, das war ein wunderschönes Satzkonstrukt. Halt, das ist ein Händler, den müssen wir nicht beschießen. So, gib mir Blutreiniger. Blutverdünner, entschuldigen. So. Und jetzt nochmal das Blutpaket, bitte. Ausgezeichnet. Bin begeistert. Das hat ja geklappt. So, hat der Händler noch was für uns? Flugpanzer? Na klar, warum eigentlich nicht? Und dann geht's auch direkt weiter. Wir müssen sowieso hier oben hin, ne? Okay. Also jetzt bin ich, ich habe den schweren Laser und ich habe sowieso bessere Dinge. Boah, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Sowieso mehr Schaden, das heißt, ja, ein Schuss, ein Treffer quasi hier. Sogar bei dem Dicken, so wie es aussieht. Sehr schön. Finde ich gut. Little Brother, eigentlich nicht, ne? Nee, ach Quatsch, so ein Blödsinn. So, nach oben. Ja, ansonsten ist nicht wirklich viel geplant. Also meine Schwester organisiert sowas immer ganz gerne. Die macht sowas auch von Berufs wegen. Das heißt, in dem Moment, ich könnte wetten, wir haben jeden Tag was zu tun. Ansonsten einen Tag rumgammeln ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir aber nochmal zum Händler gerade mal zurück, weil es kann ja sein, dass dadurch jetzt durch diesen schicken Hut, dass wir jetzt hier uns was leisten können. Munitionsschachtel kostet 9, ist ja ein Schnapper. Na, Gott sei Dank brauchen wir den trotzdem nicht. Okay. Ja, Parkstation hatten wir ja, bla 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 bla. Weiter geht's. So. Ist der doof da oben, Alter. Was ist hier? Schwere Elektronenpistole. Ach so, das ist die, die wir schon haben quasi. Okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte ein schweres Elektronengewehr oder sowas. Na, ist egal. So, was hast du jetzt noch für mich? Nailsmelter mit Gasvisier. Warum eigentlich nicht? Ach, je. Okay, es sind keine Elektronengeschosse. Aber naja, man weiß ja nie. Vielleicht will man einfach mal irgendwas anzünden. Wie zum Beispiel den Kollegen. Wo ist dein Gehirn? Da ist dein Gehirn. Danke. Aber trotzdem macht natürlich die Elektronenpistole noch ein bisschen mehr Wumms. Aber naja. Ach Gott, so, nein, 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 ja. Sehr gut. Warum laufen denn immer die normalen Läufe so gut? Mann, ey. So, Distrikt Dingsbums. So, wir erhalten uns, wir beobachten den Kollegen hier oben, die sind am schlimmsten. Wellenkiller, alles klar. Ich weiß nicht, wie lange das Ding aktiv ist, beziehungsweise von Wellenkiller weiß ich überhaupt noch gar nicht. Was die überhaupt machen. Wir sind schon wieder bei 6. Warum haben wir so wenig Zeit bloß noch? Ist ja schon wieder seltsam. Blutbeutel. Scheiße, hätte ich später einsammeln sollen. Mann, Mann, Mann. Jetzt geben die aber einen Haufen Kohlen hier. Kannst du jetzt endlich mal getroffen werden? Das wäre sehr nett. Ich glaub, wir bewegen uns jetzt einfach mal aufwärts. In Richtung Schäffchen. Wir wollen ja noch so weit wie möglich kommen hier. Fände ich jedenfalls ganz gut. Das klappt doch.
Achso, da ist ja noch einer. Da habe ich gar nicht gesehen. Kollege, ich habe dich überhaupt völlig übersehen. Da waren sie wieder. Meine vier Probleme in Form von Granaten. Ich würde dich echt gern treffen. Das wäre mir sehr, lieb. So, alles klar. Ah, oh Gott, das will. Klappt. Läuft. Und weiter geht's. So. Juno. Und Jupiter. Na dann. Nummer 1. Es ist immer selten, dass wir wieder, Jupiter hier haben. Hättest du gerne. Und da ist er tot. Und einen Black Richter gibt es dafür. So, lass mal sehen. Nightpiercer wäre super. Aber Schnellladung reduziert den Cooldown von Sprints erheblich. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Nee, wir bleiben bei Nightpiercer. Wir haben schon zwei Sprints. So, und statt Nailsmelter nehmen wir jetzt noch den Black Richter mit. Ich hoffe jetzt natürlich darauf, dass wir mal den synaptischen Abzug finden. Die sind auch am ekligsten, die Typen hier. Weil die einfach mal, weil uns die Munition einfach mal verfolgt. Oh, das ist ein bisschen mies. So, das Lied kommt mir gerade voll unbekannt vor. Aber das nur so am Rand. Und die Kugeln hören... Ich wollte gerade... Oh, shit. Oh, fuck, ey. Die Kugeln fangen an, uns zu verfolgen. Ich dachte gerade, die Kugeln hören auf, uns zu verfolgen, wenn die tot sind, aber anscheinend nicht. Danke. 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 Krater, ja, puh. Eieiei. Puh, ja, nehmen wir den Krater, warum eigentlich nicht? So, und ich könnte wetten, ich habe irgendwo Zeug liegen lassen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal hier über die Plattform rüber. Wir haben 500 Attacken. So ein Shop wäre jetzt natürlich super. Wellenkiller, ja. Hau. Einfach mal ein bisschen Leben geben. Schurschott. Ich hoffe ja immer darauf, dass wir hier irgendwann mal durcheiern und Leben bekommen, aber irgendwie klappt das immer nicht so. Noch 3 Minuten. Gibt's hier irgendwo. Wir gehen mal zum Fragezeichen. Ich hoffe, dass hier irgendwo gerade mal ein Shop ist. Hier zum Beispiel, Gott sei Dank. Gott bin ich gut. So, du hast einen Flugpanzer, du hast einen Blutreiniger, du hast sogar einen Blutverdünner dabei, aber leider keinen Blutbeutel. Fuck you. So, den Reiniger brauchen wir den ja, ne? Tatsächlich. So, dann nehmen wir doch den Flugpanzer und ein bisschen Kunstblut. Also, sieht ja ganz gut aus eigentlich. So, wir haben noch 300 noch was Tacken. Du hast noch mehr Flugpanzer, ist okay. Neonchrom wäre mir jetzt ganz nett gewesen. Dingens, weißt schon. Munition brauchen wir aktuell nicht, aber den Panzer nehmen wir mit. Ja, das sieht doch gut aus. Alles klar. Keine Zeit verschwenden. Achso, wir müssen sowieso nach oben rechts. Mann, ey. Ich dachte, wir müssen nach links. Es gab da recht. Mann, die droppen heute ganz schön viel Blutgedöns. Alter, kannst du mal bitte auf die Leute schießen, die, wo ich da, die auch möchte? Der Typ hält echt viel aus, ey. Ohne Mist. Und nochmal schön Leben abgestaubt, okay. Die halten echt viel aus, ey. Das gibt's nicht. So, letzter Raum jetzt bitte hier. Oh, und da gibt es Neonchrom. Wie viel bringt das? Eine Minute 30 und dafür so ein Ärger. Okay, das ging ja eigentlich. Einer ist noch oben, ne? Zwei. Einer. Ach du Scheiße, du auch noch. Okay, das hat geklappt. Ja. Könnte man jetzt als lohnend sehen.
Aber naja, wir gehen lieber weiter. Also ein bisschen Zeit hat es ja gebracht. So, einer. Ach, scheiß Rakete, Alter. Scheiß Rakete, Alter. Okay, läuft, 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 läuft. Ausgezeichnet. Oh, schön. Mit mächtigen Badabum hat sich der letzte Gegner in Luft aufgelöst. Sehr gut. Und dann geht's zum Chefchen. Wen haben wir denn heute? Da ist er schon wieder, der Überhain. Meine Fresse. Heute hat er keine Chance, irgendwas zu droppen. Der Penner. Wuhu. So, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Abschüsse schalten sofort, Sprintfreike, das kann man nehmen. Wie kommt man da hoch? Na toll. Hä? Was zur Hölle? Bin ich bescheuert? Hä? Ah, ich kann nach oben sprinten. Warum sagt mir das keiner? Ich wusste noch nie, dass man nach oben sprinten kann. Der Echoplex. Duncan. Ach so, ich dachte, hier kommt noch ein Level. Ach, hier. Okay. Na gut. Wir haben eine gute Waffe für sowas. Direkt nochmal wieder Leben bekommen hier. Es ist schön, dass er uns auffüllt. Muss ich gerade wieder so ein bisschen, ne? Versteht schon. Überleben und so. Ah, die Sau. Ja, drop doch einfach mal Blutbeutel-Gedöns hier. Also wichtig ist halt durchsprinten. Dass wir noch ein bisschen leben. Ui. Gleich haben wir ihn. Und da geht er down. Ich habe gesehen, wie er mich angeschaut hat, der wühlende Wurm. Hat er. Meine Güte, wir haben noch eine Minute 12, das ist ungefähr genauso knapp wie beim ersten Mal, als wir es geschafft haben. Meldkern, deine Sprints sind sofort wieder aufgeladen, aber sie kosten Zeit, halt die Fresse. Fußabdruck. Alter, willst du mich rollen? Das ist keine Belohnung. Keins von beiden ist hier eine Belohnung. Sprints kosten Zeit, deine Mutter kostet Zeit. Mann, Entschuldigung. So, ist das nicht wunderschön, dass der letzte Lauf von meiner Sommerpause, von meiner Urlaubspause hier quasi noch ein erfolgreicher Lauf wird? Ich finde schon. Okay, Duncan ist tot und der Echoplex wurde zerstört. Doch du musst in der Zeit zurückreisen. Deine Zeit in SkyMid ist noch lange nicht vorbei. Warum muss ich in der Zeit zurückreisen? Verstehe ich nicht. Diesmal wird alles anders. Okay, ja, wir machen hier noch so weit weiter. Ich gehe davon aus, dass ich nicht gut genug bin, das Ganze hier noch zu erfüllen. So, Flehe kosten 3 zufällige Perks für, und was kostet das? Was bringt das? Achso, das bringt wieder den Maskenheilschwert, völlig vergessen. Für eine Minute schwarze Maske, Deadlock-Zeit vergeht doppelt so schnell. Das Eliminieren von Feinden stellt 5 Sekunden wieder her. Aha, das heißt, wir haben nur eine halbe Minute. Erhöhter Schaden für dich und deine Feinde. Nee, guck mal, wir nehmen das hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie... Wir sind ja eigentlich relativ stark. Eigentlich. Wenn wir uns nicht allzu doof anstellen. Okay, es sind doch ganz schön viele Feinde, ne? Gerade. Wir haben gerade ein bisschen was gut gemacht. Bilde ich mir gerade ein. Wenn wir uns jetzt noch weiter schnell bewegen, wäre das total toll. Warte mal, hast du Chromgedöns hier? Echochrom, Echochrom, nee, du hast aber Panzerung, die ich gerne mitnehme. Hast du Echochrom? Hast du auch nicht, wollt ihr mich alle verarschen?
Blutverdünner, ja, warum eigentlich nicht? Blutbeutel, Blutreiniger. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen hier runter. Für 20 Sekunden. Oder eigentlich hier Zähne oder so. Ach du Scheiße. Ui. Hä? Ah. Der Perkshop, der hat Zeit gekostet. So ein Scheiß aber auch. Das vergesse ich jedes Mal. Na gut. Ja. Darf ich hier? Nein, ich komme leider nicht mehr nach oben. Ach ja. Das war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Wie immer. Meine dümmste Entscheidung bis jetzt. So, nee, na gut. Ja gut, dann wäre es das hier heute gewesen mit der... Nicht mit der Daily Challenge, meine Fresse. Mit der letzten Folge vor meiner Urlaubspause. Black Future 88 der Beta. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Kommentare gern gesehen. Subs natürlich sowieso und Likes auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns mit neuem Material in 2 Wochen wieder. Mit neuem Material meine ich mit live gemachtem Material, denn die nächsten 2 Wochen wird es ein bisschen was anderes geben. Ne? Das nur mal so vorneweg. Gut, ja dann. Bis dann. Tschüss.